Die UML ist eine grafische Sprache, um den Aufbau und das Verhalten von Systemen grafisch darzustellen. Während die Studierenden unter Anleitung das Spielfeld aufbauen, werden erste Modellierungen in Form von Klassendiagrammen aufgestellt. Diese Modellierungen zeigen den statischen Aufbau des Spielfeldes und dokumentieren so Stück für Stück, wie das System aufgebaut ist. Nach dem Aufbau des Spielfeldes erfolgt die Spielphase. Dort werden andere Typen von Diagrammen verwendet, die den Ablauf des Spieles aufzeigen. Genauso wie beim Spiel erfolgen diese Abläufe und auch der strukturelle Aufbau auf ähnliche Art und Weise in reellen Softwaresystemen. So lernen die Studierenden mit viel Spaß, wie Softwaresysteme modelliert werden können, anhand des Beispiels des Siedlerspiels.